Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Regionalflughafen Kassel-Calden. Landesregierungsähnliche Reißleine, ziehen 19-3843. Das Wort hat die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für dieses Jahr hat sich die Landesregierung die wirtschaftliche Überprüfung des Verkehrsflughafens Kassel-Calden vorgenommen. Aus unserer Sicht zu spät und überhaupt überflüssig. Denn allen ist klar, dass der Flughafen Calden, für dessen Bau 280 Millionen € an Steuergelder verschleudert wurden, auch dieses Jahr nicht annähernd die Passagierzahlen erreichen kann, die nötig wären, um weitere Millionen an Defiziten zu erzeugen, und auch nicht im nächsten und im übernächsten und in den nächsten 10 Jahren nicht. Das ist doch klar. Einen Moment, Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um etwas Aufmerksamkeit für die Rednerin. Das Wort hat die Frau Kollegin Schott. Danke, Herr Präsident. Die Zahlen der letzten Jahre sprechen für sich. Ein Flughafen, der im letzten Jahr durchschnittlich 67 Flugzeuge, davon meist zweimotorige Propellermaschinen, starten und landen ließ und ungefähr 148 Passagiere bewegt hat, der kann einfach mit diesen hohen Fixkosten niemals kostendeckend werden. An vielen Bushaltestellen in Nordhessen werden täglich mehr Menschen transportiert als über diesen Flughafen. Die Herabstufung des Flughafens zum Verkehrslandeplatz ist deshalb schon lange überfällig. Und eigentlich ist es noch viel schlimmer. Man hat ja schon bei der Planung gewusst, dass das nicht funktionieren wird. Es hat Gutachter gegeben, die das gesagt haben. Die Durchsetzung des Neubaus war einzig politisch motiviert. Und wir haben das hier schon in 2010 formuliert. Und alles, was wir bis dato damals gesagt haben, ist bis heute eingetreten. Sie sollten also einmal überlegen, wo die Reise hingehen kann. Jedenfalls so geht sie nicht weiter. 2011 haben wir eine realistische Kostenaufstellung angemahnt und die Landesregierung aufgefordert, die Luftnummer Kassel-Calden zu stoppen. Es war von Anfang an klar, dass der überteuerte Neubau in Calden eine kalkulierte Fehlinvestition war. Letztes Jahr wurde dank des Landesrechnungshofes auch noch deutlich, dass der Flughafen ein Subventionsprojekt für Bauunternehmen mit guten Kontakten in die Hessische Landesregierung gewesen ist. 2013 haben wir hier vorgerechnet, dass der Flughafen, so wie er gebaut worden ist, nie in der Lage sein wird, schwarze Zahlen zu erwirtschaften. Selbst ohne Berücksichtigung der Baukosten kann der Flughafen erst ab einer Fluggastzahl zwischen, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, 1,8 bis 2,4 Millionen Passagieren pro Jahr wirtschaftlich betrieben werden. Ich will noch einmal erinnern, wir sind derzeit bei ca. 55.000. Das Terminal sowie das Vorfeld des Flughafens sind aber nur für eine Kapazität von etwa 660.000 Passagieren ausgelegt. Das heißt, man müsste einen Neubau bauen, um so viele Passagiere bewältigen zu können, dass der jetzige Bau kostendeckend wäre. Die Kosten für den Neubau nicht reingerechnet. Die Passagierzahlen, die jetzt erreicht werden müssten, können nicht erreicht werden. Die, die man dann braucht, können erst recht nicht erreicht werden. Also alles völlig absurd. Völlig losgelöst von diesen betonierten Tatsachen hat Ralf Schuster-Eder 2014 für den Flughafen einen Überschuss von 180.000 € für das Jahr 2022 prognostiziert. Daraufhin ist er natürlich Geschäftsführer geworden. Das ist doch wunderbar. Wer das kann, wunderbar. Um nicht falsch verstanden zu werden, selbstverständlich kann und muss ein Land auch in Infrastruktur investieren, die unter gegebenen Bedingungen nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Für die Daseinsvorsorge und zur Förderung des Gemeinwohls ist es sogar unsere Pflicht, das zu machen. Unsere Kritik an der Stelle ist aber, dass wir den Nutzen, den der Flughafen Kassel-Calden erzeugt, zu einem weitaus geringeren Preis von einem Verkehrslandeplatz haben könnten. Und da könnten all die Flieger, die in diesem Jahr dort abfliegen wollen und dort landen wollen, trotzdem landen und starten. Doch, natürlich können sie das. Sie brauchen eine Sondergenehmigung. Und bis zu 600 Sondergenehmigungen im Jahr sind überhaupt kein Problem. Deswegen zeugt ein Zwischenruf wie Quatsch und Nein von vollkommener Unkenntnis der Fakten. Jenseits realistischer Einschätzungen wurden und werden hier für ein verfehltes Leuchtturmprojekt hessischer Infrastrukturpolitik Steuergelder verblasen. Und da waren die nordhessischen Sozialdemokraten maßgeblich daran beteiligt. Und deswegen schaffen sie es jetzt auch nicht.
Und da sind Sie auch noch stolz darauf, dass Sie 280 Millionen € Steuergelder verbraten haben, die keinen Nutzen erfüllen, außer 160 Passagiere am Tag zu transportieren, die man nicht braucht, und die weiter jährlich Millionen kosten, die man auch nicht braucht. Darauf sind Sie stolz. Dann finde ich das hier eine ganz wichtige Aussage. Die sollten wir uns gut merken. Erst vor einem Monat hat Ralf Schuster jedoch verkündet, dass er und Lars Ernst, der kommende Geschäftsführer, das Ruder herumgerissen hätten. Der Anbieter Schau ins Land reisen würde zusammen mit der Fluggesellschaft Sandair ein Flugzeug in Kassel-Calden stationieren. Ein Flugzeug. Wir haben schon viele Organisationen und Betriebe gehabt, die da mal gestartet und gelandet sind. Die waren auch manchmal schnell wieder weg. Ich hoffe sehr, das gelingt dieses Mal. Allein das ändert nichts an den katastrophalen Zahlen. Es ist doch, Frau Kollegin Schott, Sie müssen die Landung bei der Redezeit jetzt finden. Realitätsfernes Schöngerede eines dauerhaft defizitären, überflüssigen Projektes. Und das kann man dann deutlich weiterführen. Die FAZ spricht von nordhessischem Populismus, die schon an die alternativen Fakten erinnert, mit denen Donald Trump regiert. Ich glaube, wir sollten solche Äußerungen sehr ernst nehmen und endlich das Notwendige tun und aufhören, weiter Steuergelder zu zerschreddern. Man sollte eben nicht die Fehler machen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Betreiben wir den Flughafen, er ist nun einmal da, aber betreiben wir ihn mit einem anderen Status, das spart uns Millionen im Jahr. Oder wollen Sie, dass die nordhessischen Kinder, die jetzt nicht mehr in die Schwimmbäder können, die nämlich geschlossen werden mussten aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Kassel wirtschaftlich völlig am Ende war? Frau Kollegin Schott, bitte sind Sie so lieb. Es beginnt der Sinkfluch, die Redezeit. Demnächst zum Baden einmal in der Woche nach Malle fliegen. Ist das Ihr Konzept? Nein, das wollen wir nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Landau, Dirk Landau, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es fällt einem so einiges an humorvollen Dingen ein, die man der Abg. Schott entgegenrufen kann. Mein Fraktionsvorsitzender hat eben noch zu mir gesagt, also er verwundere sich, dass eine LINKE sich derart gegen einen Staatsbetrieb in Stellung bringt. Aber ich glaube, das Thema ist viel zu ernst, um es bei solchen Bonbons zu belassen. Ja, meine Damen und Herren, 2016 war in der Tat ein sehr wechselhaftes Jahr für diesen Flughafen. Der Tiefpunkt wurde erreicht, als im Oktober Germania seinen Flugbetrieb von und nach Kassel eingestellt hat. Aber Totgesagte, und das ist das erste Sprichwort, was mir hier eingefällt, Totgesagte leben länger. Ich denke daran, was eben auch schon Erwähnung gefunden hat. Das ist eine beispielslose Aktion, die, nachdem Germania abgesagt hat, dort stattgefunden hat. Ein renommiertes mittelständisches Reiseunternehmen, ein sehr junges Charterflugunternehmen, Sandair, im ersten Fall sind es Schau ins Land Reisen, und ein Verbund von vielen Reisebüros hat etwas dort an dem Flughafen bewirkt, um dort wieder Leben hineinzubringen. Was, ich hatte es ja eben schon gesagt, einzigartig ist. Man war beseelt davon, diesem Flughafen eine Chance zu geben, und zwar genau die Chance, die er auch verdient hat. Man hat ein Programm gestrickt, man hat ein Flugzeug an dem, oder wird ein Flugzeug in Kassel-Calden stationieren. Und alleine, ich würde es nicht lächerlich machen, dass da nun ein Flieger steht. Dieser eine Flieger hat schon einmal eins bewirkt. Er muss anders als Germania, und da sind die beispielsweise dran gescheitert, nicht erst von irgendeinem Flughafen dahin fliegen, die Passagiere aufnehmen, wieder wegfliegen, nachdem das Geschäft erledigt ist, wieder zu seinem Heimatflughafen. Nein, das ist vor Ort. Damit kann man ganz andere Flugzeiten, Abflugzeiten und Flugzeiten den Kunden anbieten. Und die Auswahl der Reiseziele, die jetzt stattgefunden hat, zeigt doch, der Erfolg eines Flughafens hängt auch maßgeblich damit zusammen, was für ein Angebot man hat. Der Geschäftsführer von Schau ins Land Reisen hat ganz klar gesagt, die haben sich beschäftigt mit dem Flughafen, und der hat ganz klar gesagt, dass wenn Sie sich für einen solchen Flughafen entscheiden, dann tun Sie das schon auch mit einem etwas längeren Atem. Aber Sie tun es aus der Überzeugung, dass Sie dort wirklich auch Geld verdienen werden. Insofern
nicht kleinreden, dass erst einmal nur ein Flugzeug da ist, dass einige Ziele angeflogen werden, nicht gleich die ganze Welt. Aber es ist ein richtiger Schritt, weil jetzt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Angebot von Germania stattgefunden hat. Aber lassen Sie sich, meine Damen und Herren, doch noch einmal Folgendes sagen. Es wird ja immer so reduziert auf die Betriebswirtschaft. Wie sieht jetzt der Flughafen aus? Ja, das Betriebswirtschaftsergebnis war 2014 mit 8,1 Millionen Euro nicht so, wie man es sich wünscht und vorstellt. Aber allein ein Jahr darauf war es schon um 25% reduziert. Und wenn ich mir das anschaue, womit man arbeitet, nämlich 2019 deutlich unter 3 Millionen zu liegen, dann zeigt doch etwas, es zeigt eine Entwicklung, eine positive Entwicklung, die man sozusagen nicht so auf halber Strecke abwürgen soll. Und darin sind Sie als LINKE ganz fantastisch. Sie haben von Anfang an diesem Flughafen keine Chance gegeben. Sie haben an allen Stellen gegen diesen Flughafen gearbeitet und stellen sich am Ende hin, oh, das läuft aber schwierig, das Geschäft. Ja, wie denn, wenn so ein Geschäftsmodell auch immer wieder torpediert wird, wie Sie es gemacht haben? Ich will eine zweite Sache ansprechen, die ich darf übrigens meine Stimme erst einmal entschuldigen. Eine zweite Sache ansprechen, die auch außerordentlich positiv ist und die auch wieder zeigt, man muss einem Flughafen, der neu an den Markt gekommen ist, auch eine Chance geben. Das sind die Cargoverkehre. Sie haben alle sicherlich die positive Nachricht vernommen. Wir haben dort ja Cargoverkehre schon. 5 bis 6 die Woche. Und jetzt hat GLS dort sich auch für diesen Flughafen entschieden, weil sie einfach gesagt haben oder gesehen haben, der Flughafen hat eine außerordentlich positive geografische Lage und deshalb wollen sie ihn nutzen. Und dann will ich Ihnen doch einmal drei Zahlen sagen. Wir hatten 2014 49 Tonnen Fracht. Das war ein Jahr später schon das Dreifache. Und jetzt sage ich Ihnen die Zahl, die wir im letzten Jahr dort erreicht haben. Wir haben knapp die 2000 Tonnen verfehlt. Das mag Ihnen ja alles immer noch nicht genügend sein. Für mich ist es oder für meine Fraktion ist es aber Indiz genug, dass hier eine grundlegend stabile, positive Entwicklung jetzt angefangen hat und die nicht, ich wiederhole mich da, auf halber Strecke abgewürgt werden darf. Und da finde ich es auch richtig, wenn wir einen Koalitionsvertrag vereinbart haben, weil keiner will Defizite haben, dass wir gesagt haben, wir werden uns natürlich irgendwann einmal mit dem Flughafen beschäftigen müssen. Wir werden evaluieren, wir werden schauen, wie denn unsere Auflagen angekommen sind, wie die Sparziele erreicht worden sind und am Ende welches Entwicklungspotenzial sich aktuell darstellt. Und da hat es dieser Kollege Landau, Sie müssen auch zum Schluss kommen. Richtig gemacht und hat gesagt, wir tun das nicht jetzt, wo etwas sich entwickelt dort, sondern wir warten den neuen Flugplan ab, nehmen die neuen Entwicklungen in unsere Evaluierung auf und entscheiden dann erst. Und im Übrigen, mein allerletzter Satz, wenn ich den darf, in Kassel-Calden starten auch viele Fallschirmspringer. Die springen alle runter und ziehen die Reißleine. Es muss keine weitere Reißleine, liebe LINKE, gezogen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dirk Landau. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ich bin noch nicht ganz schlau geworden, was DIE LINKE eigentlich immer mit dieser Debatte will. Ob sich DIE LINKE hier als die besten Haushaltspolitiker aller Zeiten verkaufen will oder mit ihrem betriebswirtschaftlichen Weitblick glänzen will. Am Ende, meine Damen und Herren, bin ich aus der Rede auch von der Kollegin nicht schlau geworden. Da scheint dann übrig zu bleiben, dass man ein Thema, ein politisches Streitthema Kassel-Calden fortsetzen will aus dem Jahre 2007 und was nicht mehr oder nicht minder von Roland Koch damals eben positiv beschieden worden ist. Er hat dann einmal eine Entscheidung getroffen, diesen Verkehrslandeplatz zu einem Infrastrukturprojekt auszubauen. Diese Entscheidung war richtig. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass diese Landesregierung genauso viel Entscheidungswillen hätte wie damals seinerzeit Roland Koch. Meine Damen und Herren, Verkehrsinfrastruktur kostet immer Geld. Ob wir an einen Hafen denken, ob wir an Straße denken, ob wir an einen Flughafen denken. Öffentliche Verkehrsinfrastruktur kostet Geld. Und es gibt kaum einen Flughafen in Deutschland, der überhaupt
schwarze Zahlen schreiben kann, so wie das in Frankfurt der Fall ist. Meine Damen und Herren, und wenn wir uns damit beschäftigen, dass öffentliche Verkehrsinfrastruktur Geld kostet, dann kann man uns darüber unterhalten, wie man möglichst das Defizit absenkt. Aber permanent den Flughafen Kassel lächerlich machen, ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Und meine Damen und Herren von der Landesregierung und vor allen Dingen Richtung der GRÜNEN, Sie sind hier mit Ihrem Verkehrsminister einmal angetreten, als Sie die Regierung übernommen haben, haben gesagt, na, dieses Projekt haben wir, dieses ungeliebte Kind haben wir geerbt, aber jetzt wollen wir mal gucken, was wir daraus machen. Ja, wir warten schon die ganze Zeit, was Sie daraus machen. Der einzige Vorschlag, der bisher von Ihnen gekommen ist, reden wir einmal darüber, dass wir den herabstufen zum Verkehrslandeplatz. Ich sage Ihnen jetzt schon, das wird Ihnen beim Defizit überhaupt nichts bringen. Überhaupt nichts bringen. Das Einzige, was Sie damit erreichen werden, Sie werden die Zukunftsperspektive dann komplett verbaut haben. Damit haben Sie sich dann wirklich an dieser Verkehrsinfrastrukturmaßnahme vergaloppiert. Dann werden Sie überhaupt nichts mehr erreichen. Meine Damen und Herren, was Sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen, und bei dem, was dort oben immer wieder lächerlich gemacht wird, dass das ein hervorragender Logistikstandort ist und dass in dem Bereich Fracht wirklich Zuwächse da sind. Man kann sich ja gerne einmal über die Geschäftsleitung unterhalten und was Geschäftsführer dort oben alles verbockt haben. Das ist sicherlich, das müssen auch diejenigen, die hier im Aufsichtsrat Verantwortung tragen, und das ist der Finanzminister, sich einmal fragen lassen, wie die Geschäftsleitung denn kontrollieren. Da erwächst eine Verantwortung raus. Aber, meine Damen und Herren, alleine die Tatsache, dass ein Unternehmen wie Schau ins Land, und das ist in Deutschland kein kleiner, sagt, hier kann ein Business Case daraus entstehen, dem mal eine Zukunftsperspektive, eine Chance zu geben, ohne immer diesen Standort lächerlich zu reden, das wäre unsere Aufgabe und nicht das, was die Landesregierung macht, nämlich nichts. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Hofmeier, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Linke und Grüne haben den Airport Kassel-Calden schon immer bekämpft, bis aufs Messer. Frau Schott, Sie haben das heute wieder das beste Beispiel geliefert. Eine so unterirdische Rede haben wir hier lange nicht gehört. Ich teile die Kritiker einmal in die Ewiggestrigen, wo wir heute auch wieder einige Argumente gehört haben, die immer noch glauben, da wird geplant und das Geld ist nicht ausgegeben, und in diejenigen, die auch nichts von Wirtschaft verstehen oder verstehen wollen, und das belegt auch dieser Antrag. Meine Damen und Herren, die Diskussion zeigt in der Tat gefährliches Halbwissen. Und daher will ich einmal ein paar Fakten nennen. Kassel Airport ist als Industrie- und Gewerbestandort für Luft- fahrtaffine Betriebe führend unter den Regionalflughäfen. Derzeit rund 800 Arbeitsplätze, rund 2.200 indirekte und induzierte Arbeitsplätze sowie eine Bruttowertschöpfung von 45 Millionen €. Dies belegt den wirtschaftlichen Nutzen unabhängig vom operativen Fluggeschäft. Aber, meine Damen und Herren, bewusst falsche Behauptungen im Antrag der LINKEN tragen einmal mehr dazu bei, den Flughafen schlecht zu reden, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Daher weitere Fakten für Sie zum Nachlesen. In den letzten zwei Jahren verzeichnete der Flughafen ca. 25,5 Millionen € Aufwendungen und knapp 20 Millionen € Erträge. Das heißt, wir reden von einem Defizit zwischen 5 und 6 Millionen €. Das ist nicht zum Jubeln, keine Frage. Aber wenn man in Ihrem Antrag liest, dass von einem jährlichen Defizit von 13,6 Millionen D-Mark gesprochen wird, meine Damen und Herren, dann ist das schlicht unwahr, und Sie stellen damit ein unverantwortliches Bild in der Öffentlichkeit. Bei dem von mir dargestellten Defizit sind die zu erwartenden Einnahmen, und darüber ist auch gerade gesprochen worden, aus dem neuen Flugplan mit Schau ins Land und Sandair noch nicht berücksichtigt. Und laut HNA vom 26. Januar, meine Damen und Herren,
gehen täglich bis zu 150 Buchungen ein. Und wir finden, das ist eine erfreuliche Entwicklung. Aber wer sich hier hinstellt und von schwarzen Zahlen philosophiert, natürlich, der hat keine Ahnung von Infrastrukturprojekten. Meine Damen und Herren, wir werden bei diesem Flughafen nicht auf Null kommen. Das ist für uns klar, weil Verkehrswege, Infrastruktur nun einmal Geld kosten. Und genauso falsch wie diese Debatte oder Darstellung ist Ihre Forderung zur Rückstufung zum Verkehrslandeplatz. Meine Damen und Herren, wir werden damit keine Verbesserung erzielen. Und auch das Gegenteil wird in diesem Fall der Fall sein. Auch dazu ein paar Fakten. Wenn ein Verkehrslandeplatz wäre, würden sich automatisch die Vermarktungsmöglichkeiten von Gewerbeflächen wegen des Attraktivitätsverlustes verschlechtern. Es wäre kein kommerzieller Luftverkehr mehr möglich, und damit würde sich auch die Geschäftsentwicklung verschlechtern. Der Frachtverkehr, gerade genannt, gerät in Gefahr, obwohl er sich gerade hervorragend entwickelt. Denn bei einem Verkehrslandeplatz sprechen wir nur noch von maximal 15 Tonnen Möglichkeiten. Und damit, meine Damen und Herren, würden Erlöspotenziale fehlen gehen. Für Lande- und Abfertigungen würden diese genauso entfallen wie für Einnahmen aus Gastronomie, Reisebüro, Werbung etc. Übrigens eine Einnahmeposition im letzten Jahr von 1 Million Euro. Aber, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir wieder zu der Kostenseite. Tower, Kontrollzone, Information, Landesystem, all das müssten wir bereithalten, all das in Kostenpositionen. Und bitte, wie möchten Sie so Geld einsparen? Sie erkennen, dass wichtige Infrastruktureinrichtungen nach wie vor im Betrieb bleiben müssen, egal wie die Überschrift für diesen Flughafen lautet. Und für uns sind das Kosten, die dann anfallen, aber die erlösstarken Bereiche leider nicht mehr realisiert werden können. Und damit, meine Damen und Herren, stellen wir fest, damit haben wir nichts gewonnen, und das wollen wir nicht. Genauso kontraproduktiv. Und da geht natürlich die Kritik auch Richtung Landesregierung, meine Damen und Herren. Genauso kontraproduktiv ist die in der von Schwarz-Grün vereinbarten Koalitionsvereinbarung zu lesen, der aufgebaute Zeit- und Kostendruck. Die von der Landesregierung vorgeschriebene jährliche Einsparquote schränkt die Entwicklung gerade in der Startphase ein. Das haben wir leider erleben müssen. Ich denke, Germania ist auch hier ein Stichwort gewesen. Und daher frage ich an dieser Stelle schon, hat die CDU den Mut vom einstigen Leuchtturmprojekt in Nordhessen verlassen? Lieber Kollege Landau, ich zitiere Sie gern, wenn Sie gerade gesagt haben, Kassel-Calden hat eine Chance verdient. Aber das war in dieser Vereinbarung leider nicht zu lesen. Und wenn ich jetzt auf das Jahr 2017 blicke, meine Damen und Herren, Sie brauchen ja nur in Ihrer Koa-Vereinbarung nachzulesen. Frau Kollegin Hofmeier, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, Herr Präsident, aber die zwei Sätze erlauben Sie mir noch. Was wollen Sie in 2017 prüfen? Mit dieser Debatte verunsichern Sie Firmen und Investoren, und das ist sehr schädlich. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Herr Finanzminister, liebes Geburtstagskind, Ihnen wurden unlängst 4.000 Stimmen pro Kassel Airport aus der Region übergeben. Sie sehen, die Region steht dahinter. Wir haben eine neue Chance mit Schau ins Land. Deswegen hören Sie auf der Kostenbremse zu bleiben, sondern geben Sie Nordhessen und dem Flughafen eine Chance und passen Sie auf mit Blick auf Ihren kleinen Kurhafer-Partner, dass der Schwanz bei diesem Thema nicht weiter mit dem Hund wackelt. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmeier. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, Kassel, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Finanzminister wird ja heute reich beschenkt. DIE LINKE hat ihren Antrag so lange geschoben, bis Herr Dr. Schäfer Geburtstag hat, damit wir heute über Kassel-Calden reden können. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und viele Geschenke mit der Debatte zu Kassel-Calden.
Wir reden ja öfter über Kasse Kalten, und es wurde ja schon angedeutet, dass wir der Schwanz der Koalition sind und jetzt daneben abreden können. In der Tat, wir hatten immer eine andere Auffassung zu Kasse Kalten. Wir haben immer gesagt, dieser Neubau ist nicht notwendig, und dabei bleiben wir auch, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag so festgestellt. Deswegen kann ich auch nicht ganz so viel Euphorie verbreiten wie der Kollege Landau, aber wir halten uns an den Koalitionsvertrag. Ich rufe es noch einmal in Erinnerung. Es wurde festgeschrieben, 10% des Defizits jährlich einzusparen. Das ist uns gelungen. Das war schon einmal eine Erfüllung des Koalitionsvertrages. Und dann haben wir festgeschrieben, dass im Jahr 2017 dieser Flughafen evaluiert wird und danach darüber entschieden wird, wie es weitergeht. Deswegen ist der Antrag heute von der LINKEN auch zum Teil überflüssig. Sie hätten ihn vielleicht auch noch ein bisschen schieben können oder neu einbringen, weil wir werden unseren Koalitionsvertrag abarbeiten. Es wurde bereits gesagt, Sundair stationiert eine Maschine in Kassel Calden. Dieses Jahr ist Documenta in Kassel, also die Aussichten für dieses Jahr sind besser als von den letzten Jahren. Und danach werden wir bewerten, wie es mit Kassel-Calden weitergehen wird. So, und ich wollte aber noch einmal ein paar Worte sagen zu Frau Hofmeier, weil ich da gehört habe, dauernd von luftfahrtaffinen Unternehmen haben sich angesiedelt. Die würden sich dann nicht mehr ansiedeln, wenn es eine Herabstufung gäbe. Es wäre ein Logistikstandort, die Gewerbeflächen wären schlecht vermarktbar und. Und ich höre das immer wieder in der Region von den Sozialdemokraten, dass sie behaupten, der Flughafen wäre nie gebaut worden für die Passagiere. Das ist völlig absurd. Der Flughafen, ja. Das wäre aber niemals genehmigt worden von der EU, weil es eine unerlaubte Beihilfe gewesen wäre, wenn man nur für Unternehmensansiedlung, Frachtflüge und einen neuen Flughafen gebaut hätte. Also 281 Millionen €, um die Wirtschaft anzukurbeln, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Und auch zu den 4.000 Unterschriften muss ich einmal etwas sagen. Also, es ist schön, dass die Region sich jetzt hinter diesen Flughafen stellt. Die Chance hat sie seit 2013 gehabt bei der Eröffnung. Die Angebote waren mäßig, aber sie sind anscheinend ja auch nicht ordentlich angenommen worden. Sonst wären manche Flüge nicht ganz abgesagt worden, und es wäre ab Paderborn geflogen worden. Und 4.000 Unterschriften von einer Region, die 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, und dann zu sagen, die ganze Region steht dahinter, das finde ich eine gewagte These. Ach, Herr Gramm, jetzt bleiben Sie doch wenigstens ein bisschen sachlich. Also. Ja, gut. Wenn die 4.000er noch alle fliegen, mag es ja gut sein. Also, die Region hat es jetzt in der Hand, ob der Flughafen gut läuft oder nicht. Wenn die Buchungszahlen gut laufen und sich weitere. Herr Bruder, Sie können sich auch gleich noch einmal melden. Genau. Meine Damen und Herren, bitte. Bitte, Frau Kollegin Müller, das Wort. Also, die Region kann jetzt beweisen, ob der Flughafen Bestand haben wird oder nicht, oder ob wir über einen Ausstieg reden oder nicht. Das hat der Finanzminister auch bereits gesagt. Und die Reißleine jetzt zu ziehen, in der Tat, wäre verfrüht. Dieses halbe Jahr, dreiviertel Jahr, werden wir abwarten. Und dann bewerten, wie es weitergeht. Ja. Ich fasse zusammen. Wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab, den wir mit der CDU geschlossen haben. Wir werden den Flughafen und seine Entwicklungsperspektiven evaluieren. Dann werden wir alle Fakten, die uns auf dem Tisch liegen, mit einbeziehen. Genau. Und wir sagen auch, und da darf ich jetzt mal auch als weiteres Geburtstagsgeschenk den Finanzminister zitieren, Sollte es mit dem Angebot nicht gelingen, einen touristischen Verkehr am Flughafen zu etablieren, ist eine Rückstufung zum Verkehrslandeplatz die logische Folge. Zitat der Schäfer. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Dr. Schäfer. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Dimension der Geschenke kennt ja keine Grenze.
und passend zur Debatte über ein nordhessisches Infrastrukturprojekt eine ordentliche Ahle Wurst geliefert zu bekommen, ist auch sozusagen von der Dramaturgie sehr ordentlich. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Ja, so wie Sie mich sehen, haben Sie, glaube ich, eine Einschätzung, dass ich in diesen Fragen eine gewisse Grundroutine mit mir herumtrage. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will die Grundsatzdiskussion, die dieses Haus ja schon viele Jahre beschäftigt, über die Notwendigkeit dieses Ausbaus, wo es ja auch in der Debatte deutlich geworden ist, hinlängliche Unterschiede in der Bewertung gibt, nicht wiederholen. Nun ist der Flughafen da, und jeder muss versuchen, damit vernünftig umzugehen. Und, Frau Kollegin Hofmeier, Geburtstagskinder haben ja Wünsche frei. Ich hätte mir gewünscht, die Rede, die Sie heute hier gehalten haben, hätten Sie damals auf dem Landesparteitag Ihrer Partei, als der Koalitionsvertrag zwischen SPD und GRÜNEN gebilligt worden ist, als dort oben ein Testzentrum für Zeppeline entstehen wollte, Sie hätten die Rede damals gehalten. Das hätte vielleicht den Parteitag rumgerissen und hätte auch etwas für dieses Projekt getan. So. Aber, ja, das ist doch, das kann man ja gerne noch einmal in der Geschichtsbetrachtung fortsetzen. Aber an den fröhlichen Gesichtern Ihrer Fraktion weiß ich, dass es getroffen war. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die Situation ist so, dass sie jedenfalls in der Frage der Zukunftsaussichten sehr viel besser ist, als das viele von uns erwartet, befürchtet, erhofft haben, noch im Herbst letzten Jahres. Dadurch, dass es nun erstmalig gelungen ist, einen Vertragspartner, mehrere Vertragspartner zu verpflichten, die im Bereich des touristischen Verkehrs eine durchgehende Produktionskette in Anführungsstrichen zu generieren, nämlich eine Fluggesellschaft auf der einen Seite, einen mit dieser Fluggesellschaft verbundenen Reiseveranstalter, der für die Vermarktung zuständig ist, und einen Flughafen, der die entsprechenden Leistungsmerkmale aufweist, in einer Region mit einer ausreichenden Marktmacht, zeigen jedenfalls die ersten Reaktionen auf das neue Angebot und die Annahmequote dieses Angebotes, dass es jedenfalls eine sehr gute Chance gibt, daraus nicht nur einen Sommer zu machen, sondern danach auch einen Winter, und danach wieder einen Sommer, und danach wieder einen Winter. Ein durchgängiges Angebot. Hängt aber davon ab, dass die Region die Ankündigung, die sie getroffen hat, auch wahrmacht, nämlich dass dauerhaft der Flughafen in den Dimensionen genutzt wird, dass daraus eine tragfähige Dauerlösung gefunden werden kann. Auf der anderen Seite entwickelt sich das Frachtgeschäft, Kollege Landau hat darauf hingewiesen, ausgesprochen positiv. Von 14 auf 15 eine Verdreifachung, von 15 auf 16 noch einmal eine Verzehnfachung auf zugegebenermaßen niedrigem Niveau. Und die Verlagerung des Frachtfliegers von Paderborn nach Kassel von GLS ist ein weiteres Zeichen. Alles Zeichen in bescheidener Dimension, nicht in dem Tempo, wie wir das vielleicht einmal vor einigen Jahren selbst erwartet und erhofft hatten, aber jedenfalls mit deutlichen Schritten nach vorne in die richtige Richtung. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam diesem Flughafen die Chancen geben, die er verdient hat, danach eine Bilanz ziehen. Nichts anderes hat die Koalition aus CDU und GRÜNEN beschlossen, sich genau das anzugucken, was man am Ende entschieden hat. Wie wirksam ist es? Welche Perspektive entsteht daraus? Aber wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sich das im Moment ansagt, habe ich jedenfalls eine Grundvorstellung, dass man mit einer, aus der Sicht der nordhessischen Region mit Optimismus in die Evaluierung gehen kann. Wenn es anders herumkommt, sind die Ergebnisse aber auch klar. Nichts anderes haben wir beschlossen. Und ich glaube, diesen Weg sollten wir gemeinsam fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es wird vorgeschlagen, den Antrag an die Ausschüsse zu überweisen. Es wird so hiermit getragen. Dann machen wir das so.